Die geistige Aufrichtung ist eine neue Dimension des geistigen Heilens. Caroline und Alexander Toska schreiben mit der geistigen Aufrichtung seit vielen Jahren eine phänomenale Erfolgsgeschichte. Die vielfach überzeugend dokumentierte Heilarbeit hat dazu geführt, dass sie überall große mediale Aufmerksamkeit geweckt hat. Good morning, welcome to the show, Alexander. We're so glad to have you on the show this morning. And now sit up. Now look at my. And when he comes up. Oh, my God! And when we have blockages in the spine, and the spine becomes crooked because of these blockages, then life energy can't flow free. And we combined it with energy work, so these people recovered better than the other ones. Every time when he visits Thailand with Caroline, we have some of the lecture, we have some treatment, we have some of the give the knowledge or education to the people in several provinces. They improve a lot about what Alexander and Caroline introduce them to do. Caroline und Alexander führen spirituelle Zentren in München und Zürich, wo sie mit Hingabe die Menschen auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Zufriedenheit begleiten. Diese sichtbare spirituelle Heilungsweise ist weltweit einzigartig. Die Tatsache, dass man sie bei sich und anderen erleben kann, ist ein tiefgreifendes Erlebnis. Absolut gerade. Wow. But right after the healing, there was, of course, in 5 seconds, an immediate change in the leg length. They were even, which is amazing. Wie in Europa und Asien machen sie auch in den Vereinigten Staaten diese segensreiche Heilarbeit einem großen Wirkungskreis zugänglich. The clothes no longer fit her. So that was really profound. We just laughed when she came downstairs. And it was like, what's wrong with your pants? And she said, oh my God, my leg is the same size. So that was very visual and very funny and very real. Caroline und Alexander sind als Heiler und Botschafter für die geistige Aufrichtung und ihre Stiftung für spirituelle Gesundheit weltweit tätig. In jedem Zeitalter gibt es Menschen, die die Kräfte und Energien aus kommenden Zeitaltern empfangen. Seit 2 Jahrzehnten gibt es eine präzise Darstellung der kosmischen Kraft, die durch die geistige Aufrichtung nach dem Initiator Piotr Elkunowitsch wirkt. Über 21 Jahre begleite ich die Menschen, stelle die göttliche Ordnung durch die Aufrichtung in deren Körper. Ich habe keinen gesehen, der gerade war. Es werden Blockaden und Urblockaden des menschlichen Seins aufgelockert, aufgelöst. Und dadurch kann sich die Wirbelsäule aufrichten. Die Informationsübertragung der geistigen Aufrichtung ist ganzheitlich holistisch. Und so ist auch ihre Auswirkung ganzheitlich und multidimensional. And it was instantaneous, the relief that I had. And I was able to sit straight up afterwards. I had no pain. I consider what happened to me a miracle. The work was so specific. Also schaut bitte, sie sitzt jetzt entspannt und ich sehe von vorne, dass der Oberkörper etwas gedreht ist. Everything felt like it was moving and twisting. It felt like my body was like unraveling back to being where it needed to be. I wouldn't have thought it was possible over such a long distance. I was able to get out of bed normally, and I was able to play and really enjoy, you know, what I was there to do, which was really to, you know, to play drums and to really entertain people and make them feel good. But I had the most extraordinary session, and you know, I was standing there with my eyes closed, and I could literally feel the energy running down the whole of my spine, and I thought, how odd, but you know, that was it. I had the treatment. And it's 2 years later now, and I've not been back to an osteopath. I haven't had any pain. Life guided me to do the same work, and then he gave me the energy. So
So what was the first lesson that he gave you? The first lesson? Uh-huh. Trust.